Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zur nächsten Folge City Skylines, heute am Samstag. Tja, jetzt habe ich euch schon wieder zwei Tage ohne Folge gelassen und ich habe mal drüber nachgedacht, warum eigentlich, weil es kamen ja zum Beispiel auch Videos zu Watch Dogs und Prey und da haben auch schon Leute, und das fand ich ein bisschen frech geschrieben, dann lasst die Spiele doch und macht dann stattdessen City Skylines. Nein, auf diesem Kanal gab es und wird es immer geben, worauf ich Bock habe. Der Unterschied ist, glaube ich, also ich hatte keine Zeit und Prey und Watch Dogs hatte ich schon vorher aufgenommen, insofern das war die eigentliche Erklärung. Aber der Unterschied ist, dass es sehr viel einfacher ist, ein Video zu Watch Dogs oder Prey aufzunehmen, als zu City Skylines. Und zwar ganz einfach deswegen, weil du natürlich bei einem Story-Spiel sehr geleitet wirst als derjenige, der kommentiert. Du weißt genau, was zu tun ist. Wir machen jetzt die nächste Hauptstory-Mission, dann gibt es eine Cutscene, dann erzählt die Cutscene dir was, dann kannst du das wieder kommentieren. Hier bei diesem Spiel komme ich zurück in meine Stadt und habe natürlich keinerlei Story oder irgendwas, sondern ich selber muss sozusagen das ganze Video machen und das ist halt irgendwie schwieriger als eine Story-Mission zu spielen und zu kommentieren. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, wie es gemeint ist. Es gibt noch ein, zwei Dinge, auf die ich gleich eingehen will, aber eine Sache wollte ich noch ganz kurz am Gefängnis machen, dann sind wir damit auch durch. Das wird jetzt nicht wieder ein ganzer Part Gefängnis, aber eine Sache, da gab es so ein, zwei Vorschläge noch, die ich cool fand, und zwar zum einen, ja, wie so ein Lautsprecherturm, wenn jetzt jemand ausbricht zum Beispiel, dann könnte man über diesen Turm noch so Durchsagen machen, so Ansagen machen. Fand ich nicht schlecht, die Idee, allerdings ist der jetzt doch größer, als ich gedacht hätte. Der ist ja dreimal so groß wie das Gefängnis. Also, dann noch so Kleinigkeiten, die ihr vorgeschlagen habt. Das dauert auch nicht lange, das mal eben noch zu machen. Zum Beispiel dieser Weg, den soll ich doch lieber zu einem Pfad machen, statt, weil das passt dann optisch halt besser. Das stimmt ja auch, das stimmt. Insofern machen wir die ein, zwei Änderungen eben noch, die von euch kamen. Dann sind wir nämlich auch mit dem Gefängnis endgültig fertig. Hier, jetzt haben wir hier auch so einen Kiesweg. Das passt halt optisch dann doch besser als diese Steinstraße. Das stimmt natürlich. Außerdem sollte ich außer dem Direktorenhaus, und wir lassen das hier als Direktorenhaus, weil das ist ein ganz cooles Haus vom Aussehen her. Es kann natürlich sein, dass sich das nochmal ändert, das Haus, im Laufe der Zeit, weil sich das denkt, ach, jetzt sehe ich mal anders aus, wartet mal. So, die reißen wir weg, genau, dann bleibt das stehen und dann kommen da noch so kleine Lädchen hin. Quasi wie so ein Hotdog-Stand und, ach so, warte mal, den können wir wegmachen, machen wir den dahin und machen hier noch so. Okay, dann muss der aber nochmal weg. Und zwar kommt dann da wenig, also gering besiedeltes Gewerbegebiet hin, statt Wohngebiet, dann kommen da nämlich noch so hoffentlich sowas wie ein Donutladen oder so, das war so die Idee von demjenigen, der das geschrieben hatte, oder ein Supermarkt oder sowas hier. Ja, hier so ein Burger Point, wäre natürlich cool, wenn der andersrum, wobei, geht auch so rum. Dann können nämlich die ganzen Mitarbeiter hier vom Geheimdienst, vom Gefängnis, von dem Polizeidepot, wenn die jetzt Hunger kriegen in der Pause, ja, und was snacken wollen, wo fahren die hin? Dann müssen die komplett bis in die Stadt fahren und dann da irgendwo was essen. Nee, jetzt haben sie hier so einen Burgerladen und vielleicht kommt da ja noch ein Donutshop hin, das wäre jetzt perfekt. Was ist das denn? Big Bite, auch irgendwas Kleines zu essen. Das passt doch jetzt eigentlich perfekt. Wir haben die Villa vom Direktor und zwei kleine Shops, wo man dann noch futtern kann. Und noch ein Hinweis, wir sind... Ja, aber ich sehe hier auch immer gerne auf euer Feedback ein. Und zwar hatte ich doch so Probleme, dass ich hier die Parkplätze nicht alle zuweisen konnte. Jetzt habe ich gelernt, das muss man gar nicht, sondern die nutzen diese Parkmarkierungen automatisch als Parkplätze. Mit diesen blauen Parkmarkierungen kann ich nur noch weitere Parkplätze zuweisen, wo eigentlich gar kein Parkplatz wäre. Das heißt, wir sehen es ja auch schon, die parken also auf dem kompletten Parkplatz. Das war noch eine Kleinigkeit. Und jetzt die letzte Kleinigkeit ist dann der Turm. Und dann sind wir hier auch wirklich fertig. Ein solcher Funkmast, der quasi eine Warnung ausgibt oder der Alarm schlägt, wenn jetzt jemand ausbricht. Aber der ist so groß. Kriegen wir den irgendwo untergebracht? Vielleicht hier zwischen denen so? Finde ich das komisch oder finde ich das okay? Der ist halt sehr groß, aber andererseits passt er ja thematisch schon hier rein. Könnte man sich das realistisch gesehen vorstellen, dass hier so ein Turm steht? Ja, könnte man sich schon vorstellen, oder? Wir lassen den mal stehen. Auf jeden Fall, das waren noch so zwei der Sachen, die von euch noch kamen zum Thema Gefängnis. Damit sind wir jetzt aber mit der Gefängnisinsel auch erstmal fertig. Wir wollen uns da ja nicht noch Ewigkeiten aufhalten. Es gibt ja auch noch andere Dinge in unserer Stadt, die Beachtung wollen und kriegen sollen. Okay, Strom zum Beispiel ist so ein Thema. Müssen wir mal schauen, was sagt das Budget? Das Budget sagt uns 100%. Dann setzen wir das erstmal wieder ein bisschen hoch. Wenn man merkt, Strom wird knapp, kann man immer als erstes mal wieder ein bisschen beim Budget drehen. Und danach, wenn man sieht, das reicht auch nicht mehr, dann baut man sozusagen das nächste Kraftwerk. So, einmal kurz der Routine-Check durch die Stadt, ob alles soweit in Ordnung ist. Ich muss sagen, da sind natürlich ein paar Häuser, die so ein bisschen krank sind. Das liegt aber größtenteils eher am Lärm und nicht daran, dass sie keine Anbindung hätten zum... Ich meine, wenn du zum Beispiel hier wohnst natürlich, du hast hier eine Monorail-Station, du hast hier eine Autobahnbrücke, da ist eine Bushaltestelle, hier ist eine Zuglinie, da fährt die Monorail auch noch lang. Das ist natürlich schon dann auch laut, ne? Das ist klar.
Also wenn die Leute dadurch natürlich ein bisschen lärmbelastet sind, kann man das vielleicht verstehen. So, Fähre fährt ja auch, genau. Einer meiner Zuschauer hat mir eine per E-Mail an meine eigentliche Geschäfts-E-Mail-Adresse, insofern eigentlich soll da keine Fanpost hingeschickt werden, aber der hat mir sowas, ja, sowas wie Fanpost geschickt, und zwar ein Valle Let's Play Bingo 2017. Fand ich eine super lustige Idee, und das ist auch für euch vielleicht ganz interessant oder ganz lustig. Und zwar sind da solche, Bingo kennt ihr ja, da sind solche Sprüche drauf, die ich angeblich relativ häufig von mir gebe. Und immer wenn ich also einen von diesen Sprüchen mache, könnte man quasi ein Feld durchstreichen. Da ist zum Beispiel drauf, meine ganz allerliebsten Zuschauer, benutze ich nämlich relativ häufig als Anmoderation, das haben wir jetzt heute mal nicht gehabt. Ich muss mal eben die Kamera wieder anmachen, das kommt auch in letzter Zeit relativ häufig in meinen Videos vor. Ansonsten haben wir noch, ich muss mal wieder zum Friseur, das hört man vor allem in den Sonntagsvideos recht oft. Und boah, Tubalarve, das kennen vor allem die Zuschauer von Forza Horizon 3 natürlich. Außerdem hätten wir noch ein Angebot, das gefällt mir nicht, das müssen wir nochmal neu machen oder abreißen. Ich bin noch nicht 100%ig zufrieden. Ja, auch das, da würde ich auch sagen, da erkenne ich mich wieder. Heute mal ein nicht so langer Part, das ist auch gut, hier. Heute mal ein nicht so langer Part, das ist auch ein typischer Wallespruch, oder? Ja, also das fand ich lustig. Das hat, der hat da solche Sprüche zusammengestellt, die ich in meinen Projekten häufiger mal sage. So, jetzt haben wir Nacht und Regen und richtig hier. Aber es sieht trotzdem schön aus, ne? Trotzdem ein schönes Städtchen. Ich nehme diesen Part übrigens am Samstagmorgen auf. Ich sehe wahrscheinlich auch noch aus wie Samstagmorgen. Direkt nach dem Aufstehen noch nicht gefrühstückt. Das mache ich dann gleich, damit das Video auch heute noch kommt. Also ihr müsst nicht denken, dass ich euch vergesse. Oder dass ich mir keine Mühe geben würde für euch. Aber die letzten beiden Tage kam ich nicht dazu. Und heute schieben wir das halt mal schnell morgens mit rein. Und nehmen noch den Part hier auf. Deswegen machen wir heute auch mal nicht so lang, wo wir gerade beim Thema Let's Play Bingo sind. Es gibt eine Sache, die ich gerne mal jetzt noch einbringen würde in unsere Stadt. Es gibt eigentlich zu viele Dinge. Es gibt den Flughafen, es gibt Taxen, es gibt... Ja, und die Stadt würde ich halt auch gerne erweitern. Aber ganz ehrlich, ich muss sagen, wir haben jetzt zuletzt immer mehr... Wir haben wieder ein bisschen Bewohner verloren. Wir haben auch ein negatives Bevölkerungswachstum. Deswegen würde ich persönlich... Huch, was haben wir denn hier für Probleme? Die haben keine Arbeiter. Da hat keiner Bock zu arbeiten in dem Burger Store. Na gut, die sind natürlich... Das ist natürlich auch sehr weit, ne? Für jemanden, der da arbeiten soll. Wahrscheinlich arbeitet sogar hier, der Direktor aus dem Haus arbeitet wahrscheinlich sogar hier, statt hier. Der Geheimdienst hat sogar auch Platz für Gefangene. 15 Plätze hat der. Und Streifenwagen verwendet der, einen von 20. Und hier, ja. Wir haben natürlich jetzt auch sehr viele Polizeihelikopter im Einsatz, ne, rund um die Uhr. 5 Stück, 6 Stück hier, die über der Stadt scannen. Und deswegen sollten wir wahrscheinlich eine relativ geringe Kriminalitätsrate haben, vermute ich mal. 5%. Naja, okay, das ist aber nicht so hoch. Gefängniskapazität 715 und wir haben gerade mal 70 Leute im Gefängnis. Das heißt, da können wir noch einige mehr einknacken. So, wenn wir auf unsere öffentliche Transportstatistik gehen, sehen wir, dass immer noch mit Abstand die U-Bahn am meisten genutzt wird. Das war aber auch früher schon so. Die U-Bahn ist einfach eine richtig gute öffentliche Verkehrsmittelmöglichkeit. Sollte man auf jeden Fall bauen. U-Bahn wird extrem viel genutzt und, ist super schnell zu bauen, ja, weil du baust einfach nur diese Station und die Tunnel kannst du halt quasi beliebig bauen. Da musst du gar nicht drauf achten, ob da irgendwelche Straßen sind oder sowas. U-Bahn ist immer schon extrem gut gewesen. Wir haben natürlich auch, muss man sagen, alles angebunden, ne? Die Insel ist angebunden, die ist angebunden, die ist angebunden. Monorail haben wir halt zum Beispiel nur hier oben. Insofern ist klar, dass da nicht so viele mitfahren. Und mit der U-Bahn fahren halt einfach extrem viele Leute. Was aber ja cool ist. Also ich mag U-Bahn, ich mochte die immer schon. Man sieht dann da immer die Leute rausquillen und dann geht's direkt weiter hier zum Bus. Ach, guck mal, die Busse sind... komplett voll. 30 Passagiere. Diese Buslinie hier ist komplett überlastet. Na gut, also wir haben, wie gesagt, eigentlich Taxen und sowas wollte ich noch bauen, aber ich dachte mir, bevor wir damit weitermachen, erweitern wir erstmal die Stadt noch ein bisschen, weil das Ding ist nämlich, dass wir ein negatives Bevölkerungswachstum haben und das wollen wir ja eigentlich nicht. Deswegen werden wir jetzt erstmal ein bisschen weiter die Stadt ausbauen. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Ich überlege jetzt gerade, ob man vielleicht schon mal Monorail mit einbinden sollte. Andererseits müsste man dann sowieso alles hier neu machen. Außerdem haben wir da ja auch Straßenbahn stattdessen. Können wir eigentlich ein neues Viertel schon? Nee, können wir noch nicht. Wir haben uns natürlich das da oben geholt. Das heißt, eigentlich sollte man da oben mal erweitern. Ne, so, wäre naheliegend, hier mal weiterzubauen. Ich war dann halt so in den Bann gezogen von dieser Insel da hinten. Aber die ist ja im Endeffekt jetzt auch erstmal besiedelt. Und da ist jetzt quasi erstmal Schluss mit. Deswegen sollten wir vielleicht erstmal hier oben weitermachen. Ansonsten, ich freue mich natürlich auch, ich freue mich sehr, dass ihr so Spaß habt an Cities Skylines und so Interesse habt. Ach so, während das Video hier online kommt, gibt es vielleicht auch einen Stream. Ich hatte überlegt, heute zu Livestreamen. Ich weiß noch nicht, ob ich das tatsächlich dann auch gemacht habe oder ob es tatsächlich dazu kommt oder kam oder wird. Jedenfalls hatte ich das mal überlegt. Und zwar so ein bisschen auf dieser Map zu bauen, auf Clara zu bauen. Weil die Karte fand ich eigentlich ganz cool und
ja, da hatten auch viele gefragt, ob wir da nicht mal drauf bauen können. Wollte ich dann kein eigenes Projekt zu machen, aber könnte man natürlich ein bisschen in einem Livestream mal drauf bauen. Also vielleicht heute, vielleicht lief der schon, vielleicht kommt der noch, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht kommt er auch nicht. Ihr müsst euch überraschen lassen, ihr seht es ja auf dem Kanal, wenn ich online bin, wenn ich streame, dann kriegt er ja eine Meldung hoffentlich, insofern. So, jetzt müssen wir nur schauen, haben wir hier eine Richtlinie gehabt? Nee, die Richtlinie war nur da oben, erweitern wir sozusagen den Bereich. So, die wollen natürlich auch eine Wasseranbindung haben. Also wir erweitern jetzt erstmal wieder die Stadt ein bisschen, das haben wir nämlich viele Parts nicht mehr gemacht, beziehungsweise klar, wir haben die Insel da unten gebaut, aber dann haben wir auch viele Parts jetzt Gefängnis und Fähre und Monorail und all solche Sachen, die dann nicht so richtig Stadtbauerweiterung waren, deswegen sind wir immer noch erst bei 20.000, wir waren auch schon höher und dann ging es wieder zurück. Insofern sollten wir vielleicht erstmal die Stadt ein bisschen erweitern. So, hier haben wir so ein einzelnes Stückchen Straße irgendwie, die Maulbeerallee. Ja, okay. Jetzt müssen wir mal schauen, der Kreisel soll ja im Endeffekt irgendwann in der Stadt liegen, aber der muss natürlich dafür eigentlich noch ein bisschen schöner gemacht werden. Jetzt haben wir hier diese Anbindungen alle sehr hässlich dran irgendwie, kann man sagen. Wir basteln mal wieder ein bisschen ganz kurz hier um und zwar kommt diese eine Autobahn hier. Und zwar machen wir einfach dann statt dieser Abzweigung und dieser Abzweigung eine Abzweigung und die geht dann hier über in diesen Tunnel. So quasi und dafür kommt dieser Abschnitt des Tunnels weg. Wobei das natürlich jetzt noch sehr hässlich geworden ist, das muss man, denke ich, nochmal schöner hinkriegen. So quasi und dann wollen wir irgendwie unten rankommen, das heißt, wir müssen jetzt hier diese... Ja, machen wir das noch einmal schicker, dann haben wir nämlich dann statt zwei Abzweigungen eine und das funktioniert, denke ich, besser. Das ist noch zu steil, nee, Ort ist bereits belegt. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Okay, dann haben wir nämlich eine Abfahrt statt zwei, das finde ich zum Beispiel schon mal besser. Müssen die halt ein bisschen weiterfahren und dann darunter. Das heißt, es wird ein bisschen... Weil der war, das war wie so ein bisschen wie so ein Spaghetti-Monster. Da fuhren so viele Straßen rein und raus und es sah ein bisschen komisch aus. Ich finde auch diese Straße hier immer noch extrem hässlich. Das müssen wir mal schauen, ob wir die nicht besser hinkriegen. Ist das eine... Einfach nur eine zweispurige Autobahn, richtig? Geologists predict that a sinkhole could strike at any minute. Residents should take precautionary measures. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Das, was die Leute sich seit langem gewünscht haben, nämlich eine neue Katastrophe, steht jetzt kurz bevor. Ich habe erstmal Pause gedrückt, lieber auf Nummer sicher gehen. Ihr habt lange in den Kommentaren, bitte Katastrophe, bitte, wir wollen, dass die Stadt explodiert. Die Leute sind da drauf und dran und freuen sich, wenn das Ding hier in den Bach runtergeht. Jetzt haben wir was, jetzt haben wir nämlich einen Krater der Größe 8,0, kurz vor dem Einsturz. Aber wo? Kriegen wir dafür eine Warnung? Haben wir dafür die entsprechende... Eigentlich müssten wir dafür doch die entsprechende Warnstation haben. Ist das nicht der Erdbebensensor? Mal legit, das müsste doch eigentlich irgendwie eine Warnung uns geben. Wo? Beziehungsweise natürlich, wenn es außerhalb ist irgendwo, dann nicht. Ich meine, gut, wir können natürlich notfalls immer neu laden. Wir haben jetzt diesen Part nicht viel gebaut. Wenn es zu schlimm wäre. Ich sag mal, Worst-Case-Szenario ist halt einfach, dass wir eine Riesenkatastrophe hier in der Mitte der Stadt kriegen. Weil ich habe keine Lust... Wenn jetzt hier was reinschlägt, natürlich, eigentlich ist das der Sinn dieses Projektes auch, Katastrophen und sowas einzubauen und damit zu dealen und das dann wieder aufzubauen. Aber wenn jetzt hier was reinschlägt und mir die Busrouten, Monorail, Straße, Züge und alles kaputt macht, dann weiß ich auch nicht. Da habe ich eigentlich auch keinen Bock mehr. Dann lade ich eigentlich lieber neu. Aber wir gucken erstmal. Also, warte mal, Krater. Krater müsste doch eigentlich für irgendwas, irgendwas müsste uns doch vor Kratern warnen. Katastrophenschutz. Erdbebensensoren sollten... Bei seismischer Aktivität, die Sensoren entdecken nicht nur Erdbeben, sondern auch die Bildung von Kratern. Aha. Sensoren zeigen Ihnen einige Zeit vor dem Ausbruch einer Katastrophe, wo sie sich ungefähr ereignen wird. Ja, dann zeig mal her, wo denn? Und woran erkenne ich das? Oder ist es außerhalb? Okay, wir drücken Play. Ich evakuiere jetzt mal nicht, beziehungsweise wir speichern mal eben. Das wird jetzt richtig lustig werden, glaube ich. Also wir haben gespeichert, das heißt, wir können notfalls nochmal evakuieren dann im zweiten Versuch. Ich hoffe nur, dass es nicht hier passiert. Ist überall anders, ist okay, das können wir... Oder im Gefängnis wäre natürlich auch gemein, weil das haben wir so schön gebaut, aber... Überall anders wäre okay, das kann ich notfalls... Kann ich notfalls neu aufbauen, ja? Aber eben in der Hauptinsel da, Coleridge Platz, fände ich jetzt sehr fies, wenn da jetzt ein Krater entsteht, ein großer. Vor allem 8,0 klingt ziemlich knackig. Kann mir mein Erdbebensensor jetzt mal bitte sagen, wo... Bin noch nicht so begeistert. Erstmal einen Schluck Kaffee trinken für die Beruhigung der Nerven. Hm. Ach so. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Was habe ich gerade gesagt?
Was hat der Walle gerade gesagt? Okay, wir halten kurz fest. Wir haben eine Karte mit 81 Teilen. Das Spiel kann sich quasi einen Bereich von hunderten Quadratkilometern aussuchen, wo es einen Krater entstehen lässt. Was sagt der Walle? Überall ist okay, aber nicht auf meiner neuen Insel. Und vor allem nicht im Zentrum, wo dann Gleise, Straßen, Monorail, Züge, alles kaputt gehen. Wo kommt der Krater hin? Das kann erstens nicht der Ernst sein und zweitens kann das jetzt auch kein Zufall sein. Das kann doch wirklich nicht sein. Ich meine, wir lassen das natürlich jetzt laufen, es ist ja passiert. Die Frage ist halt, ob wir neu laden oder ob wir irgendwie mit dieser Katastrophe dealen müssen. Wir müssen uns halt, aber dann entsteht da auch ein Krater, ne? Wir müssen den erstmal wieder aufschütten, bevor wir da überhaupt irgendwas neu bauen können. Ich meine, ich will es natürlich sehen, klar, wir lassen, aber ganz ehrlich, muss das sein? Wirklich? Muss das sein? Hier in unserem... Evakuieren wir? Ich meine, das Evakuierungsding ist ja hier. Ja, komm. Bürger evakuieren. Muss sein. Das wird jetzt komplett... Ey, das kann wirklich... Bei allem Lustigen hin oder her, ja? Es ist ja auch lustig irgendwo. Es ist auch irgendwo lustig. Aber ganz ehrlich, dass es wirklich genau im Zentrum von unserer neuen Stadt ist, das kann nicht Zufall sein. Wie groß wäre die Chance, wenn es wirklich rein zufällig wäre, wo es auf der Karte entsteht, dann wäre das extrem krass. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass möglicherweise sich der Krater das Zentrum einer Stadt aussucht oder so und dann hat er halt hier ein gefundenes Fressen. Alter, ist das euer Ernst? Okay, ich mach ganz kurz das Wetter aus. Das Wetter kann ich ja ausmachen. Ich will nur den Regen jetzt gerade nicht sehen. Dann kann man es besser sehen. Warte mal, Tag, Nacht und Regen aus. Ich will nur das auch gut sehen, ohne Regen, was da jetzt passiert. Ja, Ruhe in Frieden, Monorail, Ruhe in Frieden, Straßenbahn, beziehungsweise Züge, Ruhe in Frieden, Kreisverkehr. Ruhe in Frieden, alles. Toll. Ich meine, Entertainment-Faktor-mäßig ist das natürlich cool, ja? Wobei wir im Thema sind, Watch Dogs und Prey sind leichter aufzunehmen. Da bietet dir das Spiel eine Story. Ja, jetzt haben wir eine Story vom Spiel bekommen, nämlich Katastrophe in Coleridge Platz, aber ausgerechnet im Zentrum, das ist so asozial. Das ist so asozial, das ist ausgerechnet genau im als hätte es den Kreisverkehr als Zielscheibe benutzt. Denkt sich das Spiel, bam, da hauen wir den Krater rein. Ja, viel Spaß. Genießt die Show. A sinkhole has occurred somewhere in the city. Stay out of harm's way and contact authorities with any information. So. Okay. Ein Sinkhole mit Größe 8,0. Straße zerstört. Ja, die Straßen drumherum sind auch zerstört. Die müssen wieder repariert werden. Also ich sag mal, der eigentliche... Ja, okay, wir lassen nochmal laufen. Ich glaube, die Evakuierung können wir aber erstmal wieder abbrechen. Größe 8,0, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte mir... Warte mal, alle Bürger aus sämtlichen Schutzräumen nach Hause schicken, genau. Größe 8,0 hat mir mehr Sorge bereitet, als es jetzt letzten Endes aussieht. Ich dachte, hier entsteht jetzt ein riesiges Loch. Das Loch ist relativ klein. Übrigens, solche Einsturzlöcher hatten wir auch schon, ne? In Köln gab es das Problem mit dem Stadtarchiv, da war es aber, glaube ich, eine U-Bahn-Haltestelle. Aber in anderen Städten, wo zum Beispiel früher Tagebau betrieben wurde oder solche Sachen, da hast du das durchaus schon mal gehabt, dass da... riesige Krater entstanden sind. Ja, toll. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, als allererstes müssen wir hier terraformen. Sonst können wir hier nämlich nicht mehr bauen. Genau im Zentrum. Das Spiel hat uns zugehört. Es ist wirklich so. Das Spiel hat uns zugehört und hat sich gedacht, was wolltest du? Keine Katastrophe. Was wolltest du? Keine Katastrophe genau in deinem Stadtzentrum. Können wir einrichten. Gar kein Problem, mein Lieber. Gar kein Problem. So, wir müssen also erstmal terraformen. Sonst können wir da nämlich nicht mehr bauen. Das heißt, wir kriegen es schon wieder repariert, aber es ist natürlich schon auch jetzt ein Aufwand. Ne, der eigentlich nicht eingeplant war, hätte ich auch darauf verzichten können, sagen wir mal so. Jetzt müssen wir natürlich auch den Kreisverkehr selber wieder hinkriegen, wir müssen die Monorail wieder hinkriegen, wir müssen, ach Gottchen. Ja, machst du nix. Wir haben ja extra mit Katastrophen gespielt. Wir haben das ja in Kauf genommen, das ist ja okay. So, wir reparieren erstmal, Reparaturkosten. Jetzt müssen wir natürlich wieder selber reparieren hier. Wir müssen also erstmal unseren Kreisverkehr wieder hinkriegen. So, der ist natürlich jetzt nicht mehr so schön rund wie vorher. Ne, der war vorher schön rund. Und jetzt sieht er aus wie ein Ei. Danke, Sinkhole, das freut mich sehr. Das war eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ey, jetzt kriege ich es nicht mehr gerade hin. Da war so ein schöner Kreis und jetzt sieht er aus wie ein besoffenes Ei. Aber jetzt in der Stadt hier ist es auch schwierig, dann da nochmal ordentlicher neu zu bauen. Ja, so können wir es gelten lassen, das ist okay. Das heißt, der erste Abschnitt steht. Jetzt brauchen wir dann die Monorailstraße. Ey, das ist...
Und ihr seid selber schuld. Ihr seid, beziehungsweise, was heißt selber schuld? Ihr seid schuld. Ihr wolltet das nämlich. Ich hab's doch jeden Part in den Kommentaren gelesen. Bitte mal wieder eine Katastrophe. Ja, ich mag Zerstörung. Ach, ihr seid so assi. Ihr habt's heraufbeschworen, ich sag's euch. Ihr habt's heraufbeschworen. So, Kreuzungen, Ampel weg. Ampel weg. Die Ampel kommt auch weg, der kriegt ein Stoppschild. Außerdem ist da eine Straße, die noch repariert werden muss. Wir müssen jetzt nach und nach das wieder reparieren. Es hilft ja alles nichts. Die können da nicht weiterfahren. So, die fährt wieder. Züge scheinen noch heile zu sein. Ich glaube, Züge... Oder ging hier noch ein dran, einer dran? Warte mal, das ist ein Gleis von da. Nee, ich glaube, das ist soweit in Ordnung. Monorail muss halt auch wieder verbunden werden. Hatten wir so schön diesen Kreisel fertiggestellt. Und dann kommt das Spiel und denkt sich, Sinkhole mitten in die Stadt. Jawohl, läuft, machen wir. So, Straße ist auch wieder repariert. Ich meine, wir werden es hinkriegen und das Loch war auch nicht so groß, wie ich befürchtet hatte. Das ist alles okay. Aber es war halt gerade so schön fertig, dieses Stadtzentrum. Und ausgerechnet dann kriegst du hier so ein Ding da reingeballert. Dann wissen wir jetzt zumindest auch schon mal, wie ein Sinkhole aussieht. Wir hatten jetzt schon Waldbrand, wir hatten Erdbeben, wir hatten Meteor. Wir hatten aber noch keinen Tornado, wir hatten keinen Gewittersturm. Achso, apropos, ich kann mal wieder Tag und Nacht und sowas anmachen. Also, der Kreisel steht wieder. Die Monorail ist die Frage, fährt die auch wieder? Wir müssen mal abwarten. Jetzt hat er nämlich, ich glaube, er macht die Verbindung gleich selber wieder. Sobald er hier wieder fahren kann. Ach, Wasserleitungen hat er uns auch zersprengt. Ich bin ja schon froh, dass wir terraformen können, sonst hätten wir da jetzt für immer so einen Krater. Aber ich sag mal, wenn du wirklich in der Innenstadt wie in Köln oder sowas so ein Einschlag hättest, so ein Kraterding, dann wird der natürlich auch wieder, da wird wieder neu gebaut und aufgeschüttet, da bleibst du ja nicht, dann hast du ja nicht für immer im Innenstadtzentrum so einen riesen Krater, das wird ja behoben. Wäre der jetzt weiter draußen gewesen, hätte ich den vielleicht gelassen, einfach so zu Anschauungszwecken. Ein Verstorbener muss transportiert werden. Ach, hier ist noch eine kaputte Straße. So, muss ich noch irgendwo reparieren oder ist soweit jetzt erstmal alles wieder in Ordnung? Autobahn fährt wieder, Monorail fährt wieder, Züge fahren immer noch. Ich glaube, das Schlimmste haben wir überstanden. Eieieiei, ein Krater. Also, ja, dann haben die Leute ihren Wunsch erfüllt bekommen. Katastrophe war mal wieder am Start. Haben so lange drauf gewartet. Warum ist hier jetzt immer noch... Ich glaube, weil da die Straße kaputt war, da fuhr dann lange kein Leichendienst rein. Jetzt fährt er wieder. Das heißt, jetzt sollten auch die Verstorbenen wieder... Aber wir bauen mal noch ein Krematorium. Ich habe generell das Gefühl, hier haben wir irgendwie ein bisschen Probleme, was das angeht. Dann sollte das besser funktionieren. Okay, na gut, der eigentliche Plan war ja natürlich, dass wir hier drüben mal weiter ausbauen. Die Stadt, da sind wir jetzt nicht so wirklich weit gekommen, weil hier uns jetzt was dazwischen gekommen ist. Also, Dankeschön an alle, die sich immer gewünscht haben, dass wir eine Katastrophe kriegen. Ja, wir haben sie bekommen und zwar genau da, wo ich sie nicht haben wollte. Von allen möglichen Punkten auf dieser Karte, genau da, wo ich sie nicht haben wollte. Wenn euch was aufgefallen ist, was ich noch wieder reparieren muss, was ich jetzt vergessen habe, ich glaube aber, ich habe das Wichtigste wieder hinbekommen, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn ihr weitere Vorschläge habt, dann haben wir noch irgendwas vom Bingo, was wir abstreichen können. Genau, hier unten rechts in der Ecke. Lasst ein Like da, bye bye und bis bald, euer Walle aus City Skylines.